Ja, hallo, liebe Weißenfels und liebe Gäste. Mein Name ist Jansson King. Ich eröffne heute musikalisch. Ich komme aus Dresden. Ich bin das erste Mal heute hier in dieser Stadt bei euch. Aber die Leute aus dem Burgenlandkreis, aus Naumburg, aus Zeitz, aus Teuchern, aus Hohenmölsen haben mich vielleicht schon mal gesehen. Ich habe mich in den letzten 3 Jahren öfters hier rumgetrieben, letzten 4 Jahren sogar. Ich möchte beginnen mit einer kleinen Geschichte zum Thema Frieden. Es ist eine selbsterdachte Geschichte, wie Frieden möglich wäre. Im Text ergibt sich dann, dass ich dieses Lied nicht mehr lange spielen kann, nur noch bis zum November. Es heißt, das Versprechen, in Klammern, alle Waffen stillgestanden. In einem Land, das, glaube ich, jeder kennt, regierte mal ein leichtdementer Präsident. Etwas morsch und löchrig war sein Geist, so dass er manchmal etwas durcheinander schmeißt. Bei einer Militärparade kam es zu einem folgenschweren Versprecher dann. Am Teleprompter war die Schrift zu klein und der Präsident fing an, einen Befehl zu schreien, den die Soldaten noch nicht kannten. Alle Waffen stillgestanden! Daraufhin fragt ihn ein Journalist, ob und wann diesem Befehl zu folgen ist. Die Welt schaut nun, was jetzt geschieht, als er aus seiner Tasche einen Zettel zieht. Man ist gespannt aufs Präsidentenwort und auf dem kleinen Zettel steht: unverzüglich und sofort, die Telegrafenräte brannten, alle Waffen stillgestanden. Die Menschen hören auf der ganzen Welt, dass nunmehr der Befehl zum Waffenstillstand gilt. Die Diener und Vasallen mussten nun dem Befehl des Herrn schnell Genüge tun. Die Leute sahen schon nach Tagesfrist, dass durch den kleinen Fehler jetzt der Frieden ausgebrochen ist, wie ihn die Menschen gar nicht kannten. Alle Waffen stillgestanden! Ja, ihr sagt, das wär nur Spinnerei und dass so ein Versprecher kein Versprechen sei. Doch vielleicht sollte man mal probieren, ob unsere Herrscher besser auf Befehlston reagieren. Fest entschlossen schreien Milliarden Kehlen, dass sie den totalen Frieden auf der Welt befehlen. Jedem Kommandanten alle Waffen stillgestanden. Fest entschlossen schreien Milliarden Kehlen, dass sie den totalen Frieden auf der Welt befehlen. Jedem Kommandanten alle Waffen stillgestanden!